Sage keiner mehr, Erwachsene wüssten nicht, worauf Jugendliche stehen. Die Jugendmesse U hat heute eröffnet und die wird natürlich von Erwachsenen gemacht. Und die wissen offenbar ganz genau, was ankommt, denn die Zielgruppe scheint begeistert. Die 14- bis 18-Jährigen strömten zu Tausenden aufs Messegelände am Funkturm. Messe U, Messe U, ey, RBB, ja, was ich so gerne sehe. Don Pablo aus Neukölln mit einem Ständchen. Der Vormittag ist eigentlich so gar nicht seine Zeit, doch dank der U ist er seit Schlag 10 Uhr am Rappen. Ich bin tierisch erkältet, ich habe seit heute Morgen auch Husten, aber scheißegal, das ist absolut mein Leben und auch wenn nichts dabei rausspringt, ich meine, es springt ja was raus, weißt du, die ganzen Leute und so, ist einfach nur doof. Die Kultur der Straße in die Hallen holen, das ist der Anspruch der Messe. Bunt, laut und voll ist das Ergebnis. Ganz nach dem Geschmack der Generation Zahnspange. Und dafür gibt es genau drei Gründe. Es macht Spaß, ist für die Jugendlichen interessant und es macht Spaß. Also ich finde die Attraktion, wo man sehr viel mitmachen kann. So die Experimente sind super interessant, weil man noch viel lernt. Und sonst, was nicht so interessant ist, ist, sag ich mal so, die Stände hier zum Beispiel, wo es nur Informationen gibt oder so, finde ich nicht so spannend. Die Themen Bildung und Beruf sind in der Tat nicht so leicht an den Mann zu bringen und die emsigen Jobvermittler werden von den meisten rücksichtslos links liegen gelassen. Eigentlich bin ich nur wegen der Schule hier, weil ich muss. Die Rampe ins Erwachsenwerden sieht für die meisten eher so aus, allerdings auch bei den Elite-Skatern fehlt es hier und da an Nachwuchs, zumal man hier mit Mitte 20 schon zum alten Eisen zählt. Wir sind so am Vergreisen, würde ich mal sagen. Wir werden immer älter, wir Wordskater, und wir wollen es einfach ein bisschen pushen in der Richtung, dass jüngere Leute auch Interesse daran finden. Über mangelndes Interesse kann sich dieser Stand hier nicht beklagen. Dauerbelagerung beim Gratis-Schminken, denn für ein bisschen Farbe im Gesicht sind selbst 2 Stunden Wartezeit ganz locker kalkuliert. Weil wir Mädchen sind. Das Warten wird versüßt mit reichlich Werbematerial. Gegen Unterschrift und Wohnadresse gibt es zudem Souvenirs und milde Gaben. Frei nach dem Motto Datenschutz, nein danke. In diesem Punkt ähneln die Jugendlichen doch schon ziemlich den Erwachsenen. Denn was gibt's Schöneres, als sich umsonst die Taschen voll zu machen?